Herzlich willkommen auf dem Vlog von Habitway. Hallo, das heutige Interview führen wir per Skype mit Anna Leitreiter, die seit 2010 im World Future Council in Hamburg tätig ist. Dort ist sie im Senior Programmmanagement im Bereich Klima, Energie und Städte tätig. Bitte stellen Sie sich kurz vor und beschreiben Sie uns bitte Ihr konkretes Aufgaben- und Tätigkeitsspektrum, das Ihren Berufsalltag kennzeichnet. Hallo aus Hamburg. Mein Name ist Anna Leitreiter und ich arbeite seit nun fast 6 Jahren bei einer Organisation, die sich World Future Council nennt. Es ist eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation mit Hauptsitz in Hamburg. Allerdings arbeiten wir sehr international und haben Büros überall auf der Welt. Ja, mein Berufsalltag ist unglaublich abwechslungsreich. Ich habe so von den grundsätzlichen Aufgaben eigentlich 2 große Bereiche. Das eine ist die Politikanalyse und die Recherche, die Identifikation von besonders guten politischen Ansätzen und Gesetzen. Und der zweite Bereich ist eigentlich die Netzwerkkoordination, Netzwerkaufbau und Partnerschaften aufbauen und unsere Zielgruppe, nämlich die politischen Entscheidungsträger, meistens die Parlamentarier und Regierungsmitarbeiter, zu kontaktieren, mit denen in Kontakt zu sein und eben teilweise auch Workshops zu organisieren, große Konferenzen zu organisieren, wo wir eben diese Politik zusammenbringen. Das ist unglaublich abwechslungsreich, weil ich das für verschiedene Länder mache. Im Moment haben wir so 3 Schwerpunktländer, für die ich zuständig bin. Das ist einmal Tansania, das ist Marokko und das ist die EU. Und da gibt es natürlich immer viel zu tun und die kulturellen Unterschiede sind sehr, sehr groß und die sprachlichen Unterschiede sind sehr, sehr groß. Natürlich auch die politischen und die sozialen. Und dadurch beinhaltet meine Arbeit eigentlich genau das, was ich immer wollte, nämlich mit Menschen und mit Sprachen und Kulturen mich auseinandersetzen. Was stellt Ihre wesentliche Motivation für die Arbeit dar? Also was reizt Sie an Ihrer Arbeit? Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, das ist unglaublich abwechslungsreich und das ist auch tatsächlich das, was mich so reizt. Ich habe bei der Organisation World Future Council unglaublich viele Möglichkeiten, mich selbst einzubringen, mich selbst, selbst zu gestalten. Und nicht nur ein Programm auszuführen, was mir jemand aufdoktiert, sondern eigentlich schon als Praktikantin damals war ich unglaublich gefragt, eigenständig zu arbeiten. Das macht mir großen Spaß, da sehe ich eine große Chance drin. Ich lerne unglaublich viele Menschen kennen, von denen ich wiederum sehr, sehr viel lerne. Das beinhaltet oft auch Reisen in sehr spannende Länder. Und wenn ich mich beruflich mit einem Thema auseinandersetzen darf, wo ich mich auch privat gerne mit auseinandersetze, dann empfinde ich das als eine große Bereicherung. Reicht Ihrer Meinung nach das Studium der Sozialwissenschaften für Ihren heutigen Beruf aus oder bedarf es einer weiteren Qualifikation, um im Bereich nachhaltige oder regenerative Energien tätig zu sein? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil das Studium an sich, das ist nur der erste Baustein. Und das, was es eigentlich dann ausmacht, ist die Berufserfahrung. Und deshalb kann ich die Frage jetzt nicht beantworten mit, du musst auf jeden Fall noch ein 2. Studium in so und so machen oder du musst auf jeden Fall einen Master haben. Das würde ich gar nicht mehr sagen. Aber für meinen Bereich ist es sehr, sehr wichtig, die Grundlagen von Politikwissenschaft, von Soziologie, von Kommunikationswissenschaften zu verstehen. Dafür ist das Studium auf jeden Fall sehr wertvoll gewesen. Ich habe aber in meinem Masterstudiengang die Möglichkeit gehabt, in bestimmte Themen tiefer einzusteigen. Und da muss ich sagen, das war sehr, sehr wichtig und hilft mir heute in meinem Beruf sehr viel weiter. Das heißt, alleine mit dem Bachelor kommt man sicherlich auch in solche Positionen rein, aber schwieriger. Und wo die große Schwierigkeit liegt, ist eben, dass man Berufserfahrung braucht, um auch gewisse Routine mitzubringen. Und die Möglichkeit muss man erstmal bekommen. Und deshalb sind Praktika und praktische Erfahrungen während des Studiums ganz wichtig. Finden Sie Inhalte Ihres sozialwissenschaftlichen Studiums bei der täglichen Arbeit wieder?
wenn ja, wo? Ja, die finde ich tatsächlich wieder und überraschenderweise sogar unglaublich viel aus dem Bereich Kommunikationswissenschaften, was ich damals gelernt habe, stoßen immer wieder auf. Es gibt ein Buch, was ich damals im Studium gelesen habe, das nennt sich Wir spielen alle nur Theater. Und an dieses Buch muss ich ganz, ganz oft denken. Das haben wir in einem Seminar sehr ausführlich diskutiert und auch so die verschiedenen kommunikationswissenschaftlichen Ansätze. Auch wie verschiedene Kulturen unterschiedlich kommunizieren. Das kommt mir immer wieder bekannt vor und hilft mir in meiner Arbeit, auch gewisse Situationen zu verstehen und auch damit umzugehen. Das Zweite, was ich oft benutze, ist die verschiedenen politikwissenschaftlichen Ansätze, also eher die theoretischen Ansätze, wo ich damals im Studium gedacht habe, das brauche ich nie wieder. Und tatsächlich ist viel von meiner Arbeit, wenn ich die täglichen Nachrichten lese, beziehungsweise auch wenn ich politische Analysen durchführe, ist es sehr, sehr wichtig zu verstehen, aus welchen Denkansätzen, aus welchen politischen und sozialwissenschaftlichen Perspektiven sind gewisse Gesetze, aber auch politische Rahmenbedingungen motiviert. Und das hilft mir sehr viel. Ich habe zum Beispiel im Studium ein Referat über Benjamin Barber und die direkte Demokratie gehalten. Und tatsächlich durfte ich Benjamin Barber jetzt bei einer unserer Konferenzen einladen und ihn persönlich kennenlernen und mit ihm darüber diskutieren, weil er seinen Ansatz weiterentwickelt hat, welche Rolle Bürgermeister in der Welt spielen. Und das ist ein großer Teil unserer Arbeit. Und das war total spannend für mich, diese Verbindung wieder zum Basisstudium herzustellen. Der World Future Council betreibt ja aktiv Lobbying, um seine Ziele durchzusetzen. Was für Fähigkeiten und Interessen sollte man Ihres Erachtens mitbringen, wenn man im Lobbyismus tätig sein will? Kontinuität, Geduld sind ganz, ganz wichtige Fähigkeiten. Es ist oft ein schwieriger Job, sich gegen andere Interessen durchzusetzen, argumentativ durchzusetzen und da auch am Ball zu bleiben und nicht den Mut zu verlieren. Gerade wenn man im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz, erneuerbare Energien arbeitet, wie ich es tue, gibt es sehr, sehr viele Kräfte, politische Interessen, die dagegen arbeiten. Und da ist es ganz, ganz wichtig, persönliche Beziehungen aufzubauen und diese auch zu pflegen. Und das ist nicht immer einfach, gerade wenn man global arbeitet und nicht immer physisch an dem gleichen Ort ist. Aber diese Menschlichkeit und das Gefühl für Beziehungen aufbauen und Beziehungen pflegen ist ganz, ganz wichtig. Zuhören ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Besteht darin, wirklich zuzuhören, was brauchen die Parlamentarier, wo sind ihre Wissenslücken, beziehungsweise wo gibt es auch Möglichkeiten für mich, auf sie zuzugehen und da auch an sie ranzukommen in jeglicher Form. Und vielleicht als letzten Punkt, man muss nicht immer alles wissen, man muss nicht immer alles können von vornherein. Man muss es sich aber zutrauen, es auszuprobieren und man muss bereit sein, mit Menschen in Kontakt zu treten und sich auch helfen zu lassen, Fragen zu stellen und dort in einem Netzwerk zu agieren, was man sich erst aufbaut. Man muss nicht vom ersten Tag an alles selber können, man muss aber bereit sein zu lernen und das sind, glaube ich, wichtige Eigenschaften, die für viele Berufe, aber besonders für jene Berufe stimmen, in denen man mit Menschen zusammenarbeitet. Okay, wir kommen zur letzten Frage. Der World Future Council stellt eine NGO im Bereich der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit dar. Ist es Ihrer Meinung nach schwierig, in solch einer NGO einen Job zu erhalten, für den man auch anständig bezahlt wird? Ja, es ist tatsächlich schwierig, weil, ich habe es vorhin, glaube ich, mal kurz gesagt, weil das Thema Berufserfahrung, so wichtig ist.
NGOs oder überhaupt Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen, der sogenannte Non-Profit-Sektor, hat sehr, sehr wenig Geld und Spenden werden immer weniger. Deshalb müssen sich Organisationen ganz genau angucken, wen sie einstellen und für wie lange. Oft sind es erstmal befristete Verträge und viele Jobs bekommt man auch, weil man zum Beispiel schon mal ein Praktikum in dem Bereich gemacht hat oder vielleicht ein Praktikum sogar in der Organisation gemacht hat, weil dann kennt man sich und dann weiß man, wen man da einstellt und geht weniger Risiko ein. Deshalb ist es tatsächlich schwierig an sich, wenn man dann ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, wenn man sich auch gewisse Netzwerke aufgebaut hat, dann ist es ganz und gar nicht schwierig, weil in dem Bereich werden sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Leute gesucht. Und deshalb sehe ich das definitiv als Berufszweig für die Zukunft, aber der Einstieg ist sehr schwierig. Teile uns gerne deine Fragen zum Thema Jobs und Perspektiven mit, damit wir diese an Experten richten können. Wir freuen uns auf dein Feedback.